Moin, moin, meine aktiven Freunde, ich bin's, der Downtime-Mixer, und ich habe mal wieder ein neues Unboxing geplant, was spontan ist jetzt mal für zwischendurch. Für einen kleinen Leckerli zwischendurch, lecker, 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 lecker. Und zwar habe ich mir eine Kiste bestellt mit Restpostenzeug. War 20 Euro. Ich dachte, ich check das einfach mal, so eine Mystery-Box mit so ganzen viel Restpostenzeug drin. Und ja. Ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, was so drin ist für 20 Euro. Ich habe jetzt keine hohen Erwartungen. Ich erwarte eigentlich so gut wie gar nichts. Ich habe eigentlich gar keine Erwartungen. Und würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Da wird so sämtlicher Schnickschnack drin sein. Und am Schluss werten wir mal aus, ob sie überhaupt die 20 Euro wert sind, die ich dort investiert habe, oder ob das eher Müll ist. Das würde mich mal interessieren. So, und ich würde sagen, ich quatsche jetzt auch nicht lange drum rum. Und guck einfach mal rein. Ich werde am Schluss, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ich werde einfach mal den Link reinposten, von welcher Box ich bestellt habe. Und natürlich kann es dort auch vorkommen, dass wenn ihr die Box selber bestellt, dass sich natürlich wieder was anderes drin befindet. Das ist wie gesagt Restposten. Da wird sämtlicher Scheiß wahrscheinlich aus dem Laden drin sein, aus irgendeinem Geschäft oder irgendeine Billigbude, sage ich jetzt mal, oder eine teure Bude, ich weiß es nicht, drin sein. Und die werden immer wieder abwechselnd Zeug reinpacken, damit sie halt das Sortiment immer ein bisschen kleiner machen können. Ich gehe mal ganz stark davon aus, es werden mehr so Flohmarktartikel sein, und ja. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, und würde sagen, wir legen los. Und ja, wenn ich schnipse, geht's los. So, bevor es losgeht, würde ich sagen, ich packe erstmal nur auf. Also ich mache erstmal nur auf das Paket. Und wir machen erstmal einen Grob- und Rumblick, um zu gucken, wie sicher es geliefert wurde und. Ich bin schon gerade am Öffnen. So. So, auf ist es. Wir gucken jetzt einfach mal so vom ersten Blick rein. Ist auf jeden Fall schon mal Pappe gesichert, und wir sehen, es ist wirklich viel drin. Es ist sehr viel drin, okay. Ja, ich würde sagen, ich packe das jetzt einfach Stück für Stück aus. Sieht auf jeden Fall sehr viel aus, und ich würde sagen, wir legen los. So, dann fangen wir mit dem ersten an. Vorher klar, das oberste. Eine Glubschi Glibberi Hand. Big Stretch Hand. Das ist von früher, von den 90ern oder 2000ern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Hände, die schmeißt dann die Scheibe so. Dann bleiben die kleben, und dann kannst du die so zurückziehen, dann wird das Gummibändchen hier hinten immer länger. Ja, nicht schlecht. So, ich würde mal sagen, das nächste. Ein I love you Herz. I love you, passend zum Valentinstag, der jetzt demnächst vor der Tür steht oder vor der Tür stand, je nachdem, wann das Video online kommt. Ein flauschiges Valentinstagsherz. Ja, ist nicht schlecht. Auch ein nettes Gimmick. Okay, nächstes. So. Das erste elektronische Teil. Ein Multi-Socket with USB and with USB and Light. Also ein Zigarettenanzünderstecker mit Licht, USB-Porten und weiteren zwei Zigarettenanstecker. 12 Volt bis 24 Volt. Alles klar. Ja, ist nett. Ist nett fürs Auto. Ja, kann man machen. So, nächstes. So, ja, was das ist, keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass das so Staubwedelchen sind für ganz kleine Zwischenräume. Dass man so dazwischen irgendwie den Staub so machen kann. Wegmachen kann. Aber was das genau ist, keine Ahnung. Steht das hier drauf? Drei Passion Verwandten Handels GmbH. Nee, steht leider nicht drauf. Steht leider nicht drauf, aber. Auch nicht. Braucht man eigentlich nicht, sag ich mal so. Ist halt wirklich so Krimskrams. So, dann haben wir noch drin eine Bürste aus Holz von Life is Beautiful von Kanga. Ja, wie man sieht, sind die Borsten schon etwas, ich weiß nicht, nennt sich das Borsten beim Kamm, sind die schon etwas runtergekommen, aber eine Bürste, da freut sich garantiert meine Frau oder das Kind. Da haben sie auch Schönes zum Reinlunchen. Gut, nächstes. Ey, was ist das hier? Ole! Ole! Deutschland! Das ist
eindeutig ein Restposten. Das erkennt man definitiv. Deutschland, wer kennt's nicht? Für das Auto so eine Flagge. Das Auto eine Flagge. Ah, ist auch ganz nett. Braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Das spielt Deutschland. Oder unsere, wir dürfen ja nicht mal Nationalelf sagen, das heißt jetzt die Mannschaft. Die Mannschaft. Ja. Ist auch ganz nett. Ja. Brauchen wir jetzt auch nicht so wirklich. Also ich bin jetzt nicht so der Fußballfan. Alter. Nächstes. Boah, ganz schön viel drin, ey. Ein kleiner Ball. Das wird so ein ganz einfacher, ja, es ist ein ganz einfacher Stoffball. Ein ganz einfacher, den kann man hier oben aufpusten und dann wird das so ein ganz, ganz leichter Ball bloß sein. Also nicht wie diese richtigen Fußbälle. Gab es früher mal im Sportunterricht, wenn du Brennball oder sowas gespielt hast. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Für Kinder und sowas, für einen Garten oder für einen Spielplatz, ganz cool eigentlich. So, nächstes. Ah, das ist zweimal drin, ich hole es gleich zweimal raus. Also ich nehme gleich zwei davon. Raumauffrischer. Mit an und off. On, off, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Warum steht hier on, off? Ach so, man kann das zumachen und wieder aufmachen hier. Ja, okay, jetzt verstehe ich es. Alles klar. Da haben wir einmal den Duft. Luftauffrischer Lavendel. Ah, okay, wieder was für den Garten oder fürs Auto oder für die Bude. Und Luftauffrischer Lilie. Oh Gott, das geht auch schön auf. Das ist wieder was für den Garten oder für das Scheißhaus, was man morgen hier weggedrückt hat. Hat mal ein bisschen Duft. Ja, zwei Luftauffrischer drin. So, nächstes. Ein großes Päckchen. Forster Trade GmbH. Forster Trade. War sogar schon offen, lol. Ich würde sagen, das sind Käsespießchen. Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Achtung, um Bestickungsgefahr, bla bla bla. Ich würde sagen, das sind Käsespieße. Also so Käsespieße, Fleischspieße, so. Für ein, ja, ich sag jetzt mal für einen Haushalt, für eine kleine Party nicht schlecht. Ich würde es privat würde ich es nie kaufen, klar, aber für einen privaten Zweck jetzt so, wenn man es immer schon hat, warum nicht? Kann man mal machen. So, nächstes. Ups, ich geh mal aus dem Bild. So. Dann das hier. Keine Ahnung, was das ist. Mal reingucken. Also ich habe keinen Plan, was das ist, ne? Ich kann mir jetzt bloß vorstellen, dass hier das Handy reinkommt. Dann machst du das so um den Hals. Dann hast du das Handy hier drin. Aber ich meine, welches normale Smartphone passt denn in sowas rein? Ja, das ist wirklich so kitsch. Das ist so Flohmarktartikel. Gut, nächstes. Auch wieder zweimal. Ich hol's, deswegen nehme ich beide raus. Kfz-Allzweckreinigungstücher fürs Auto. Würde ich privat auch nie selber kaufen, weil ich hole mir immer diese ganz billigen Feuchtigkeitstücher. Aber ich meine, wenn sie immer mit drin sind, warum nicht nutzen, ne? Allzwecktücher zum Reinigen des Autos bzw. der Hände, wenn man am Auto rumgeschraubt hat. Aber auch nicht ideal. Vielleicht zweimal 30 Tücher, sind 60 Tücherchen. Passt. Mal hinten gucken. Ups, hinten gucken. Ja. Nicht schlecht, kann man mal machen. So, nächstes. Ist ja lange leer die Box, da kommt noch ein bisschen was. So, hier wieder was fürs Auto. Einen Staubwedel, All Purpose Duster. Ja, ein Staubwedelchen. Wobei ich den eher nicht fürs Auto nehmen würde, sondern eher für die Bude. Sieht auch sogar erstaunlicherweise etwas hochwertiger aus. Ja, auch nicht schlecht. Ja, das sind so Dinge, die man mal braucht, aber nicht immer. Also nicht ständig. So, das nächste große Paket. Huch, fällt mir aus der Hand. Schon wieder auf gewesen. Ich wollte jetzt mal sagen, dass es eine Käsereibe ist. Eine Käsereibe, Möhrenreibe. Macht man bestimmt hier zusammen. Oh. Aber hier unten, das sieht schon ein bisschen eklig aus. Pfui. Oh ja, und auch die Kanten. Sieht man das? Ja, sieht man. Hier richtig gelb, schmantig. Als wäre es schon mal benutzt gewesen. Und derjenige hätte es umgetauscht. Also ich hoffe, dass ich es mit eben mal Geschirrspüler wieder wegkriege. Dass es dann wieder weg ist. So. Boah, das ist aber ein Shit hier. Hier krieg ich es zu. Ja, eine Käsereibe. Die ist mega schlecht verarbeitet. Ich krieg den Deckel hier oben nicht zu. Jetzt. Meine Fresse. Ja, eine Käsereibe. Eine einfache. Für jeden Haushalt eigentlich ein Muss.
Wobei es da auch schon mittlerweile kreativere Lösungen gibt. Ja, kann man mal machen. Ob das so abstehen muss, weiß ich nicht. Hier oben sieht man das, das schwarze hier, wo mein Daumen ist. Das abstehen muss, weiß ich nicht. Sieht halt sehr komisch aus. Okay, weiter. Das nächste. Ich glaube, das ist auch jetzt das letzte. Ja, ist das letzte. Der Rest ist nur noch Werbung drin. Ja, das muss ich auch wieder aufmachen. Oh, da brauche ich mein Messer. Das ist außen, das ist komischerweise zugeschweißt. Ja, moin. Mach nochmal auf. Wird dieser Stiefel drin sein wahrscheinlich. Ja, da freut sich doch mein Garten. Oh, ein kleiner Zwerg. Hier einen kleinen Blumentopf rein und ein bisschen Erde und schick, schick. Was für ein Garten, ja. Würde ich mir sonst auch nie holen. Wenn es schon immer dabei ist, warum nicht? So, wenn man das so sieht, es ist wirklich sehr viel drin für 20 Euro. Und ich würde jetzt einfach mal so eine grobe Vorstellung geben, was ich mit was ungefähr berechne. Also, die Vase, sagen wir mal 2 Euro, sind wir bei 2 Euro. Das 2 Euro, sind wir bei 4 Euro. 4 Euro. Das sind so 1 Euro, machen wir mal 1 Euro. 1 Euro sind wir schon bei 6 Euro. Deutschland fahren das so circa 1 Euro, sind wir bei 7 Euro. Die Putztücher ebenfalls so 1 Euro. Machen wir mal 2 Euro, die Packung sind wir bei 10 Euro. Das Kfz-Ding 2 Euro, sind wir bei 12 Euro. Sofort leer packen. Die Käsespieße denke ich mal auch so 2 Euro, sind wir bei 14 Euro, 12 Euro oder 14 Euro. Ich habe es mir selber verrechnet. Ja, der Ball definitiv wahrscheinlich auch 2 Euro. Ob der funktioniert, weiß ich nicht. Nie getestet, sehe ich ja auch zum ersten Mal. Dann wäre wahrscheinlich bei 16 oder 14 Euro. Das Herzchen, ja, 1 Euro, 15 Euro. Der Kamm schätze ich mal auch so 1 bis 2 Euro, wobei ich auf 2 Euro gehen würde, weil der halt aus Holz ist, nicht aus Plastik. Vegan. Sind wir schon bei 16, 18 Euro. Ja, das weiß ich nicht, ich würde 50 Cent sagen. Und das hier habe ich gar keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal hoch. 2 Euro. 4 Euro. So, und die Käsereibe. Die Käsereibe definitiv so 2 Euro, denke ich mal. Ja, das sind 2 Euro, Bruder. Ja. Also im Prinzip, ich gehe von aus, dass wir ungefähr bei so grob gerechnet auf die 20 Euro kommen würden. Mein Fazit der Box, ich bin relativ, man kann sagen, zufrieden. Ich finde, die Boxen sind okay. Ich würde die mir jetzt nicht privat, würde ich mir die Artikel nicht kaufen, bin ich ehrlich. Würde ich nicht machen, das ist Blödsinn. Das ist absolut Blödsinn. Das ist alles halt Kleinkram, was du eigentlich nicht brauchst. Sehe es aber auch wieder so, es ist gut für Geburtstage, um Sachen zu verschenken oder besonders das Autozeug, das kann man für sein Auto benutzen. Das sind so Dinge, die kauft man mal vielleicht 2-3 Mal im Jahr, wenn überhaupt. Oder kriegt man es von Oma und Opa zum Geburtstag oder sowas geschenkt. Dafür ist es echt super. Die 20 Euro, denke ich mal, sind erreicht mit der Box. Ob zufrieden bin ich so, ja, ich würde mit den Schulnoten, ich würde eine gute 3 geben. Es ist nicht schlecht, es ist für alle was drin, es ist für Haushalt was drin, es ist für das Kind was drin, es ist für den Garten was drin, also es wurden so ziemlich alle Bereiche abgedeckt in dieser Mystery Box. Ich hier selber habe die Box jetzt aus eBay bestellt, ich warte jetzt noch auf einer Box, die kommt von Amazon, auch so eine Mystery Box mit mehreren Restpostenartikeln, bin gespannt, was da drin ist. Dort werden allerdings weniger Teile drin sein, ich habe bei der Box geachtet, dass einfach nur viel auf Masse drin ist. Ich einfach wissen wollte, was sie alles reinmachen. Ich meine, Restpost ist ein riesen Begriff von sowas, wenn es aufs Geschäft drauf ankommt. Und ja, bin an sich halbwegs zufrieden, ja. Ich denke mal, einiges werde ich wahrscheinlich Stück für Stück mit verlosen. Was ihr dann damit macht, ist mir sowas von Latte. Das könnt ihr wahrscheinlich irgendeiner verschenken oder schmeißt in Müll oder verkauft oder was weiß ich. Ich wollte einfach nur mal wissen und testen, was drin ist und ja. In dem Sinne, ich bedanke mich für das Video und wir sehen uns dann spätestens bei dem nächsten Nutches Unboxing oder wenn ich das andere Video, die andere Paket bekomme, dann werde ich das unboxen. In dem Sinne, haut rein. Das ist so ein Video für zwischendurch gewesen. Ich bin Longtime-Mixer, abonniert mich, subscribe mich und ja, vielleicht bestellt euch selber mal so eine Box und habt Spaß und sowas. Alles klar, haut rein.